Seele, Ball. Der Fußball-Podcast mit Uli Potowski. Und hier kommt die neueste Folge. Herz, Seele, Ball. Der Herbst, der Herbst, der Herbst ist da. Aber irgendwie mag ich die Stimmung gerade hier. So, es ist die Ausgabe für Dienstag und Musiala sagt, Wirtz muss zu den Bayern kommen. Die beiden verstehen sich sensationell gut auf dem Platz und schon wird ein Gerücht daraus im Sportjournalismus gemacht, so nach dem Motto, Wirtz auf dem Weg zu den Bayern. Das glaube ich jetzt im Moment noch nicht. Könnte irgendwann mal kommen, aber natürlich nicht so schnell, meine ich. Aber es ist meine persönliche Meinung, obwohl die beiden zusammen, das ist schon ein Traumduo. Und jetzt freue ich mich für einen guten alten Bekannten, Boris Becker. Denn er kehrt zu seiner Kernkompetenz zurück. Er soll Supercoach werden, das heißt der Obertrainer des Dänen Holger Rune. Der ist Nummer 6 in der Welt und gilt als jemand, der ganz oben angreifen könnte. Und Boris Becker soll, wie gesagt, der neue Supercoach werden. Das ist der Job, den er am besten kann. Becker war 2013 bis 2016 mit Novak Djokovic unterwegs und auch sehr, sehr erfolgreich. Ich habe die beiden oft bei der Arbeit gesehen, also das hat mir immer stets imponiert und ich freue mich für Boris Becker, dass er dahin zurückkehrt, wo er hingehört, auf den Tennisplatz. Zwischendurch kann er ja mal ein paar Fenster verkaufen oder so, kein Problem, aber der Tennisplatz, das ist sein Zuhause. Übrigens, gerade zu Ende gegangen, Aserbaidschan hat gegen Österreich 0-1 verloren und damit begrüßen wir die Österreicher bei der Fußball-Europameisterschaft im nächsten Jahr in Deutschland. Ist doch schön. Österreich also mit Ralf Rangnick qualifiziert. Es war ein mühsamer Sieg. Burgstaller, der Ex-Schalker, noch vom Platz geflogen, aber es hat gereicht und jetzt ist Österreich dabei. Mich freut das. Jetzt habe ich noch eine kleine lustige Geschichte. Bin ja immer auf der Suche danach. Peter Neururer, einst Trainer beim 1. FC Köln, staunte nicht schlecht, als sein Spieler Schuster, der heutige Trainer vom 1. FC Kaiserslautern, mit roten Schuhen plötzlich in der Kabine saß. Und natürlich hat Peter Neururer ihn gefragt, was soll das denn? Daraufhin Schuster, damit man das Blut des Gegners nicht sieht. Und damit war es für Peter Neururer aufgeklärt und okay. Ich frage mich, wie das jetzt ist mit den Spielern, die rote Schuhe auch heute tragen, ob sie das auch noch so sagen würden oder welche die grüne haben, ob das dann irgendwas mit Erbrochenem zu tun hat oder so. Aber ich möchte das nicht weiter ausführen. Ja? Also rote Schuhe unter diesen Umständen erlaubt. Mittwoch dann in der Nacht Mexiko gegen Deutschland. Ich sag's gerne nochmal, die Kollegen von der ARD übertragen dann 2 Uhr nachts. Mal schauen, ob die auch technische Probleme haben, ob das Publikum auch schimpft. Ich weiß gar nicht, arbeiten die mit Co-Kommentator? Ne, ich glaube, da macht's nur einer. Das ist die bessere Lösung. Ich weiß auch nicht, ob Tom Bartels das machen wird. Dabei fällt mir immer wieder ein, 24. Oktober, Fairhouse Hotel in Koblenz, 20 Uhr, der Talk. Uli und Tom, kommt vorbei. Karten gibt's im Fairhaus. Es lohnt sich. Ja, und für mich heißt das dann, wenn das Spiel zu Ende ist, 2 Uhr nachts, rein in den Learjet. Und ab nach Philadelphia, weil ich muss am anderen Morgen pünktlich da sein. Oder bringe ich da jetzt endgültig etwas durcheinander? Könnte sein. Freunde von Herz, Seele, Ball, wir sehen und hören uns wieder. Morgen, wenn der erste Schnee fällt. Nein, so weit ist es noch nicht. Aber es sind jetzt im Moment 8, 9 Grad hier draußen. Es ist schon kühl. Der Herbst ist da. Bis morgen. Das war's für heute. Und Uli denkt schon jetzt am Morgen. Herz, Seele, Ball. Täglich neu.